Moin Leute, wir sind hier in Dark Souls. Ich mache gerade diesen richtig heftigen Gegner fertig. Und zwar muss man die ganze Zeit nur backstabben. Wie man gerade sehen kann. Aua. So. Jetzt kriegen wir, glaube ich, den Ring. Es müsste der Ring sein. Genau. Damit sind wir wieder schnell und ich esse gerade. Tut mir leid. Leckeres Käse-Schinkenbrötchen. Ich habe den einhändig besiegt. Na gut, dann gehen wir weiter. Da kommt man auch noch mit einem Generalschlüssel, glaube ich, durch. Einfach nach oben. So. Was wir jetzt theoretisch machen können, ist hier durchzurennen. Weil ich glaube, man muss hier nur ein bisschen warten und steht er auf. Tschüss. Jetzt fliegt er weg. Wunderschön. Licht. Okay. Leid. Gleich kommen zwei nervige Gegner. Der eine etwas weniger, der eine etwas mehr. Ihr hört es schon, wir haben einen zweiten schwarzen Ritter. Schwert des Drachentöters. Nice. Es hat sogar etwas mehr, aber braucht auch eindeutig mehr. Da können wir noch lange warten. Es hatte diesen Knock-Up-Effekt, hat es halt. Und wir haben noch etwas. Ein Wildschwein. In einer Rüstung. Aber man kann es leicht besiegen. Es kommt hier nämlich nicht hoch, weil es zu fett ist. Das ist unfair, die warten.
Es kommt nicht. Autsch. Oh! 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 Konzentrier dich nicht auf mich. Verbrenn. Wow. Wow. Alter Schwede, ey. Was macht es da? Ich habe irgendwie gehört, wenn man das, ich glaube, mit dem letzten Schlag aufs Hinterteil tötet, dann kriegt man irgendwie eine Maske oder sowas, glaube ich, war das. So eine Wildschweinmaske. Oder am Kopf, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war das Hinterteil. Daneben. Zwar etwas daneben. Von euch will ich echt nicht sterben. Das wäre mir dann doch zu peinlich. So, ich muss auch mal süppeln. Ich muss auch mal süppeln, wenn man die ganze Zeit sieht, was er da süppelt. Das gute Wolwig-Wasser. Geheimschlüssel hier. Wo? Aua. So, nach oben und hier ist kein Gegner mehr. Wir brauchen langsam ein Schild, was 100% abwehrt, ey. Oh. Wir haben ein Schild. Und es wehrt 100 ab. Zufall? Ich glaube nicht. Ey, ohne Witz, das wusste ich jetzt echt nicht. Ui.
So. Nice. Ihr müsst es eine helle Bade geben. Na, komm her. Kellerschlüssel. So. Da waren ein paar viele Gegner. Hier müsst ihr noch das erste Stück von der Esso-Flakon, Scherbola, was, nee, ich glaube Feuerhüterin Seelen war das. Damit können wir den Esso-Flakon verstärken. Heißt, entweder er macht mehr oder man kann mehr dabei tragen. Mehr tragen, mehr dabei tragen, ja. Bis Deutsch. So gut. Junge. Hier ist der erste Schmied und ein weiteres Leuchtfeuer. Nee, ein Lagerfeuer. Enges Gebiet. Wow. Kling, klang, long. So. Ich werde versuchen, einen Spieler zu rufen. Allerdings dann erst in einer nächsten Folge. Denn da oben erwartet uns ein Boss. Zwei Bosse. Alter, voll in den Rücken, ey. Ich muss das Ganze mal ohne dieses Schwert vorstellen. Oh, Schwert. Kleine Scherbe. Und hiermit können wir jetzt eine Abkürzung erschaffen. Wisst ihr auch wo? Genau, am Feuermannschrein. Ja, man kann hier richtig viel Scheiße bauen. Hier oben kommen wir jetzt zurück zum Anfang, glaube ich. Hallöchen! Um.
So. Haben wir eigentlich schon eine bessere Rüstung? Naja. Ah, ein Wert, dafür habe ich mehr Magie und sowas. Resistenz. Wir gucken, ob ich die jetzt klatschen kann. Ist ja gerade in seinen Tod gesprungen. Er ist in seinen Tod gesprungen. Die Hand rollt weg. Toll. Okay, ich habe Angst. Oh yeah. Das Schwert ist ganz schön riesig. Roll runter. Das waren eindeutig zu viele. Aua. Na gut, Leute. Wir machen hier Ende Part 3. Nächster Part kommt der Boss. Oder die Bosse. Nun denn. Tschüss.